Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich bei der digitalen Klimabuchmesse teilnehmen kann und euch unter dem Hashtag Klimabuch mein Buch zum Klimaaktivismus präsentieren kann. Das heißt, wir sind die Flut und da geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die in Hamburger Vier- und Marschlanden ein Protestcamp errichtet, um gegen den steigenden Meeresspiegel, also gegen den Klimawandel und den steigenden Meeresspiegel etwas zu tun, weil nämlich ganz konkret das auch diesen Stadtteil sehr betreffen würde. Und die AWA ist meine Hauptperson und ich lese jetzt mal kurz ein bisschen daraus vor, wie sie erfährt von den Bedingungen für ihren Stadtteil, was sich da tun wird und wie sie dann darauf reagiert. Wir gehen unter. Die Worte waren wohl sehr laut aus mir herausgepoltert, denn Papa ließ sein Buch fallen und fuhr herum. Was? Er sah die Fernbedienung in meiner Hand. Der Schreck in seinem Blick löste sich auf und die Schutzschilde wurden hochgefahren. Also, aber das ist doch Blödsinn. Er hob das Buch auf und knallte es auf den Tisch. Du bist hysterisch. Das ist reine Panikmache. Man sollte den Sender verklagen, so ein Horrorszenario für Hamburg zu entwerfen. Er stand auf. Mama legte sofort einen Arm schützend um mich. Das tat sie immer, wenn Papa laut wurde. Aber das sanfte, über den Rücken streicheln regte mich höllisch auf. Ich schüttelte ihren Arm ab. Das sagen Wissenschaftler, Papa. Und es betrifft unseren gesamten Stadtteil, unser Haus, die Schule, alles. Ich lief weinend aus dem Raum und es fühlte sich an, als würde mich eine riesige Flutwelle verfolgen. Papa fluchte im Wohnzimmer. Ich kroch in mein Bett, zog die Decke über den Kopf, faltete mich zusammen wie einen Stadtplan, der ausgedient hatte. Alles geht unter. Ein unheilvoller Gedankenstrudel riss mich mit. Unser Haus geht unter. Wie in einem Horrorfilm. Schon bei 2 Grad Erwärmung. Himmel, fast der gesamte Hamburger Südosten. Und alle machen weiter wie bisher? Warum tut denn keiner was? Verdammt nochmal. Da streiken wir seit Monaten und keiner tut etwas. Die mutlosen Oberbonzen versauen meine Zukunft und ich werde untergehen. Meine vertraute Welt wird untergehen. Als Ava dann in die Schule kommt, sieht sie, dass sich doch einiges tut, erstmal im Kleinen. Hurra, die Welt geht unter, donnerte über den Schulhof. Auf der hellen Betonwand des Schulgebäudes brandeten aufgepeitschte Wellen, die ein Beamer aus einem Baum heraus darauf projizierte. Auf den breiteren Ästen saßen Schüler, verkleidet als Froschmänner und Frauen. Sie hatten Flossen an, trugen Taucherbrillen und gröhlten den Songtext in den frühen Morgen. Am Fuß des Baums standen 2 Lehrer und reckten ihre Hälse in die Höhe, während überall auf dem Schulhof verstreut Schüler wie tot auf der Erde lagen, beziehungsweise dem Meeresgrund. Ich erkannte Fidor, Mayas großen Bruder, der eine Bademütze trug und aus dem Baum heraus laut den Refrain skandierte. »Wir brauchen euch!« Ein blasses Mädchen mit schillernden Plastikschuppen auf ihrem T-Shirt gab Leon und mir Flyer. Ein weiteres Paillettenmädchen pustete Seifenblasen in die Morgenluft. Ich las, »Du hast keine Zeit mehr, also nutze sie. Komm in unsere Aktionsgruppe zur Rettung der Welt. Sei cool und lass dich nicht kaltstellen. Lieber überleben statt Vorzeit-Bio lernen. Darunter ein Wal mit Flügeln. Lasst uns das Unmögliche machen«, stand auf seinem Bauch. »Genial«, rief ich dem Mädchen zu. »Ihr beide könnt sofort mitmachen«, das Paillettenmädchen zeigte auf die Toten, die nach Luft japsend auf dem Schulhof verendet waren. »Komm«, schrie ich Leon zu und zerrte ihn hinter mir her zum Unterwasserfriedhof. »Nee, das ist mir echt zu blöd.« »Was? Ist doch eine coole Aktion.« Ich ließ mich zwischen 2 Ertrinkende sinken und zog Leon herunter, der sich murrend neben mich setzte. »Es geht um alles. Schon vergessen?« »Ava, das ist doch nicht dein Ernst!« Er stand auf und blickte sich um. »Gibt's hier irgendwo eine versteckte Kamera? Ich glaub's echt nicht.« Frau Liebscher lief über den Schulhof. »Hey, die haben wir jetzt. Komm!« Er zog an meiner Hand. »Nein, das hier ist wichtiger.« Ich riss mich los.
Okay, dann gehe ich allein. Und schon war er verschwunden. Ich spürte den kühlen Boden unter mir. Die Musik wogte über mich hinweg, die Wellen mit ihren Silberkämmen schäumten über die Schulwand. Ich blickte in die Baumkronen, sah den blauen Himmel hindurch schimmern, einen Vogel, der seine Kreise drehte. Ein paar Seifenblasen in Regenbogenfarben. Meine Welt, dachte ich. Meine berauschend schöne Welt. Eine tiefe Traurigkeit überschwemmte mich und nährte einen Schluchzer, der meine Seele flutete wie der steigende Meeresspiegel. Es durfte einfach nicht sein. Kommst du nachher zum Planungstreffen bei Alice? Ein Mädchen neben mir schob die Taucherbrille hoch. Ihre Augen waren so bernsteinfarben wie ihre Haut und die kleinen Perlen in ihren Dreadlocks. Sie hatte nicht nur Flossen an den Füßen, sondern auch an den Händen. Eine reichte sie mir. Yoda. Ich schüttelte eine Flosse und grinste. Bist du so weise, oder was? Klar, kommen du musst. Sie wackelte mit den Flossen, die sie sich neben den Kopf hielt, wie übergroße Ohren. Ich lachte und der Schluchzer löste sich auf wie Wachs in der Sonne. Ich komm natürlich, Ehrensache. Yoda nahm eine Flosse ab und legte mir etwas in die geöffnete Hand. Eine kleine Muschel, rau und betongrau. Dann ließ sie sich zurücksinken und regte sich nicht mehr. Ich schloss meine Hand um die Muschel und blickte wieder in die Baumkrone. Plötzlich war da eine kleine Hoffnung, ein Zeichen, ein Anfang gegen das Ende. Ein Wegweiser, Yoda mit den Bernsteinaugen. Ja, soweit lese ich mal. Und das ist natürlich nur der Anfang. Die Yoda und Alice haben eine Gruppe schon gegründet, die was tun wollen, nämlich ein Protestcamp errichten auf einer, sagen wir mal, Erhöhung, weil so viele Höhe gibt es nicht in den Vierenmarschlanden, und dort wollen sie auf einem Bauernhof kampieren und eine Wasserlinie legen aus Folien um den ganzen Hügel herum, um anzuzeigen, bis wohin das Wasser steigen wird. Und Ava ist sofort Feuer und Flamme, aber hat erstmal ihre Eltern gegen sich und kämpft viele Kämpfe, macht es aber trotzdem. Und es ist auch noch ein bekannter YouTuber mit an Bord, Kenyal heißt der bei mir, der die ganze Aktion über seine Kanäle verbreitet und damit weitere Mitstreiter anlockt. Und die Geschichte wird immer größer und größer und Ava entdeckt dabei auch ihre Begabung und kann dabei sogar noch diesem Bauernhof helfen. Und die Gruppe erreicht tatsächlich in dem kleinen Rahmen erstmal dort sehr viel. Und ich möchte natürlich mit der Geschichte auch jedem Mut machen, jedem Jugendlichen, jedem Kind, auch jedem Erwachsenen, dass man immer etwas tun kann, dass keiner machtlos ist. Und ich habe sogar selber als Jugendliche und als junge Jugendliche habe ich auch viel getan. Ich war für Greenpeace aktiv und habe mich gegen Tierversuche eingesetzt und gegen Atomkraft und so weiter. Und es wurde bei uns, sollte eine Brücke gebaut werden über unseren Park, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich damals dem Verkehrsminister einen langen Brief geschrieben und er hat mir tatsächlich geantwortet und in diesem Brief geschrieben, dass die Brücke bis zum Jahr 2000 ganz sicher nicht gebaut werden wird. Und das war damals noch Jahre hin, 15 Jahre oder so. Und das hat er sonst nirgendwo öffentlich gesagt. Die Grünen haben sich den Brief kopiert und dann für ihre Zwecke eingesetzt. Und die Brücke ist bis heute nicht gebaut. Was mir Mut macht, was mich hoffen macht, dass mein Brief dazu beigetragen hat. Also wissen tue ich es natürlich nicht, aber ich will damit nur zeigen, man kann durchaus immer etwas tun. Und das zeigen uns ja die ganzen Fridays-Jugendlichen jetzt. Und wir Writers machen da jetzt mit und die Parents und dies. Scientists und Doctors und was es nicht alles gibt. Und ich finde das einfach grandios und hoffe, dass bald auch wieder ganz viele auf die Straße gehen können. Ich war mit den Parents auch schon mal draußen. Das ist in diesem Buch von den Fridays sogar zu sehen.
Da bin ich nämlich reingewandert. Hier seht ihr mich, da bin ich mit den Parents aktiv, mitten in Hamburg am Jungfernstieg. Ja, und ich wollte euch auch noch ein anderes Buch empfehlen, was nicht von mir ist, sondern von Ilona Koglin und Marek Rode. Das heißt, und jetzt retten wir die Welt. Und ich finde, darin gibt es so ein unglaublich tolles Repertoire an Möglichkeiten, was man alles tun kann. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der Anregungen sucht und sich ein bisschen informieren möchte. Ja, und so verabschiede ich mich und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und vielleicht wollt ihr das Buch ja auch noch lesen. Weitere Infos zu mir findet ihr auch auf meiner Homepage www.annettemirswa.de. Annette Mirswa schreibt sich so. Ich freue mich und wünsche euch noch viele weitere schöne Lesungen und dass wir bald viel erreichen werden. Tschüss!